herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch heute mal wieder was mitgebracht, was ich als Happy Mail oder für eine Happy Mail gebastelt habe. Und zwar bekommt die liebe Martina von mir ein Heft. Ein Vintage-Heft ist es geworden im Junk Journal Style. Jetzt möchte Bonnie wieder raus. Liebe Katze, du kontrollierst meine Videos. Und ich wette, dass sie damit gleich wieder rein will. So, Vorsicht. Naja, das wird demnächst noch viel lustiger. Wir kriegen nämlich noch ein paar Kassen. Und die stelle ich euch dann einfach ganz genüsslich im Detail vor. Auf jeden Fall werdet ihr gleich sehen, wie ich dieses Heft gemacht habe. Dieses ist nämlich ein, sag ich mal, Rückwärtsvideo. Das heißt, ich stelle euch das fertige Werk hier vor. Aufgabe war, ein Heft zu basteln. So, da hatte ich auch die Martina gefragt, wie sieht's denn aus? Magst du das lieber im Junk Journal Style oder einfach ein Heft? Weil, also Aufgabe war an sich, so ein Schulheft-ähnliches Dings zu machen und zu bebasteln. Und ja, im Endeffekt habe ich hier einen Mini Junk Journal Naked quasi draus gemacht. So, ich habe eine Pappe genommen als Umschlag. Es ist ein bisschen flexibel, es ist nicht so ein hartes Buchcover, aber auch nicht so ein weiches Heft. Und ja, wie ihr seht, habe ich Glanzbildchen genutzt und Jute und hier so ein, ja, so einen etwas stärkeren Faden, den ich da gefunden habe. Und habe auch ein bisschen Reliefpaste benutzt und ein bisschen hier Rostfarbe. Und im Endeffekt ist es so geworden, dass hier sogar noch eine Einstecktasche ist. Und für diese Einstecktasche habe ich natürlich auch direkt eine Verwendung, und zwar die erste. Und zwar gibt es hier meinen kleinen Gruß zum Vintage-Heft. Ja, und dann habe ich hier natürlich einiges zusammengestellt, ne? Das seht ihr jetzt gleich auch im Detail. Und habe das einfach so ein bisschen bunt und wuselig gewürfelt aus den Seiten. Es gibt ein bisschen was zum Ausmalen und es gibt ein kleines Lesezeichen, alte Schulheftseiten, natürlich Kaffee und Tee gefärbte Sachen. Löschpapier, ein bisschen Edith Holden, darf auch nicht fehlen. Finde ich jedenfalls. Ja, ein kleiner Clip aus den Resten des der Umrandung hier. Und fertig ist der Lack. Also sagen wir mal so, fertig ist der Lack, ist jetzt nicht mal eben gemacht. Also wer denkt, man kann mal eben so ein Heftchen zusammenbasteln, da dauert etwas. Vor allen Dingen, weil einfach diese Buchseiten trocknen müssen. Und dann nimmt man ein bisschen Gildingwechsel, muss es wieder trocknen. Dann denkt man, oh, versiegeln wäre auch noch ganz nett, dann muss es wieder trocknen. Und wenn man die Jute aufklebt, dann darf die auch vernünftig trocknen, bevor man da einfach durchnäht, damit die auch stabil hier ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist mein Vintage-Heft für Martina. Ich hoffe, dass es gut heile ankommt und dass es ihr auch gefällt. Ich werde es jetzt gleich verpacken und morgen früh wird es in die Post wandern. Und dann bestimmt noch morgen früh auf Reise gehen. Ja, es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kriege eine Rückmeldung, wie es gefällt. Und sage für euch mal, jetzt schon bis demnächst in diesem Kino. Denn jetzt seht ihr, wie ich das gemacht habe. Natürlich im Zeitraffer mit ein bisschen Mucke. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald. Thank you.
Musik